Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über das wichtige Thema der Pflege, das uns alle betrifft. Die Pflege ist eine der großen gesellschaftlichen Fragen, und sie ist Thema in allen Familien. Und sie ist eine der sensibelsten Fragen, denn wie wir damit umgehen, wie unsere Eltern, wie die älteren Menschen in unserem Land gepflegt werden, das entscheidet nicht zuletzt darüber, wie menschlich unsere Gesellschaft bleibt. Und uns geht es dabei um die Pflegebedürftigen, die einen Anspruch auf beste Betreuung, auf Zuwendung und auf Würde haben. Uns geht es um die Pflegekräfte, darüber haben wir gestern gesprochen, die anständige Löhne und ordentliche Arbeitsbedingungen verdient haben. Und es geht uns auch um die Angehörigen und um die Frage, wie die Pflege finanziert wird. Und das ist heute das Thema. Wir wollen mit diesem Gesetz Angehörige entlasten. Dieses Thema wird jeder von uns früher oder später wird damit konfrontiert sein und damit zu tun haben. Und wahrscheinlich weiß auch jeder, wie belastend die Situation ist, wie fordernd und wie emotional und organisatorisch man gefordert ist, wenn man die Pflege für seine Eltern oder für ältere Menschen organisieren muss. Das kann die Politik den Menschen nicht abnehmen. Aber wir können dafür sorgen, dass dazu nicht auch noch große finanzielle Sorgen kommen. Und deswegen wollen und werden wir Angehörige entlasten. Deswegen wird im Pflegefall das Sozialamt künftig erst dann auf das Einkommen von unterhaltsverpflichteten Kindern und Eltern zurückgreifen, wenn das individuelle Jahreseinkommen über 100.000 Euro liegt. Und das ist eine echte Entlastung für die Angehörigen. Wir entlasten damit die Kinder von pflegebedürftigen Eltern, die ja mitten im Arbeitsleben stehen, hart arbeiten, Steuern zahlen, Kinder großziehen. Und dieses Gesetz ist damit auch ein Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Angehörige zu entlasten, fördert den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Diese Menschen halten das Land zusammen, sie kümmern sich um die Kinder und die Eltern. Und deshalb ist es wichtig, dass sie zum einen entlastet werden, dass aber auch die Eltern entlastet werden, die sich nun keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob ihre Kinder finanziell in Probleme kommen, wenn sie pflegebedürftig werden. Denn jeder, der pflegebedürftig ist, hat ein Recht darauf, anständig versorgt und betreut zu werden. Und dieses Recht darf nicht geschmälert werden, wenn der Geldbeutel klein ist. Dass sich Kinder um ihre Eltern kümmern, wenn sie pflegebedürftig werden, das ist in unserem Land zum Glück eine tausendfach gelebte Selbstverständlichkeit. Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Und deshalb ist auch die Entlastung der Angehörigen an dieser Stelle längst überfällig. Eine menschliche Pflege hat gewiss ihren Preis, aber vor allem hat sie einen Wert, dass es Menschen sind, die das tun. In diesem Gesetz haben wir weitere Verbesserungen für Menschen mit Behinderung vor. Wer ein volljähriges Kind mit Behinderung hat, der muss künftig keine Zuzahlung zur Eingliederungshilfe mehr leisten. Diesen Beitrag streichen wir komplett, und auch damit helfen wir vielen Familien, die erwachsene behinderte Kinder haben in Deutschland. Unser Ziel ist, dass Menschen mit Behinderung möglichst selbstbestimmt leben und arbeiten können. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Rechte kennen. Und deshalb haben wir im Zuge des Bundesteilhabegesetzes bundesweit ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstellen errichtet. Viele von Ihnen haben die vielleicht auch schon besucht in ihren Wahlkreisen. Dort beraten Menschen mit Behinderung selbst Menschen mit Behinderung. Eine Beratung auf Augenhöhe, ein neues Element der Teilhabeorientierung, der Personenzentrierung. Und das ist sehr gut. Und deshalb werden wir mit diesem Gesetz die Finanzierung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung dauerhaft sicherstellen. Auch das ist ein wichtiger Schritt zur Inklusion. Und Voraussetzung für ein möglichst selbstbestimmtes Leben ist auch, dass man Wahlmöglichkeiten hat, wie und wo man arbeitet. Auch das haben wir mit dem Bundesteilhabegesetz gestärkt. Wir haben schon das Budget für Arbeit eingeführt, mit dem Menschen, die bisher in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, in den Arbeitsmarkt gehen können und es dabei finanzielle Unterstützung gibt. Das wollen wir jetzt erweitern um das Budget für Ausbildung, damit auch die Ausbildungschancen von Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt gestärkt werden. Unser Ziel ist eben diese Wahlmöglichkeit und damit auch Arbeit und Ausbildung außerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung besser möglich zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung in der Mitte unserer Gesellschaft ihren Platz haben. Das ist gelebte Inklusion und Selbstbestimmung. Und deshalb ist das auch ein wichtiger Teil dieses Gesetzes. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz entlasten wir viele Familien in Deutschland, besonders die Angehörigen von Pflegebedürftigen, diejenigen, in denen Menschen mit Behinderung leben. Wir verbessern die Situation für Menschen mit Behinderung, wir verbessern die Ausbildungschancen.
Und damit helfen wir Ihnen auch, gute Entscheidungen zu treffen, unabhängig vom Geldbeutel. Denn uns geht es um gute Chancen für alle. Inklusion heißt, dass alle dabei sind, dass alle mitmachen können. Und deshalb, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie um konstruktive Beratung dieses wichtigen Gesetzentwurfs, der übrigens einer ist, zu dem ich so viel positive Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern wie selten bekommen habe. Denn viele Menschen wissen, dass dieses Thema ganz wichtig ist. Es geht vielen in die Familien, an die Herzen, dass wir die Angehörigen von Pflegebedürftigen entlassen. Und ich bitte Sie dabei herzlich um Unterstützung und gute Beratung. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Jürgen Pohl.